homosexuell, homosexuell, homosexuell. Und Erich Honecker ist auch homosexuell, auch homosexuell, auch homosexuell. Ei, ei, ei. Du sollst hier nicht immer so schamlos rumlaufen. Dann fällt man das doch ein, Junge. Meister, was soll's denn sein? Eine Flasche. Aha. Da musst du dich schon ein bisschen deutlich ausdrücken. Eine große, eine kleine, braunen, weißen. Weißen. Eine Keule. €6,90. Das Dumme ist, wüsste ich. Ich habe mein Geld vergessen. Aha. Junge, Junge. Also pass mal auf. Dann gehst du nach Hause, holst du neues Geld und dann kriegst du die Keule. Ja, Mensch. Dann gibst du mir doch gleich, ja. Bitte. Ich bin ehrlich. Ich will dich nicht bescheißen. Glaub mir, du kriegst dein Geld. Das kann ich doch nicht machen. Guck mal, ich muss da auch abrechnen. Heute. Nachher. Hier, kriegst meine Uhr. Kriegst meine Uhr. Mensch, du bist ja verrückt. Gibst mir eine Keule, kriegst meine Uhr. Und die Uhr ist doch mehr wert als schon eine Keule. Dann gibst du mir zwei. Gibst mir zwei. Eine packst du schön in eine Tüte. Ja? Also eine in die Hand und die andere in die Tüte. Na, schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Hm. Meine Frau macht das immer im Sommer. Da braucht sie wenigstens nicht anzustehen. Na, wir fahren nach Friedrichsroda. Da habe ich mit meiner Frau einen Ferienplatz gekriegt. Mhm. Auch nicht schlecht. Zimmer 523. Danke. Ist nun der ältere Herr der Kindesvater, da sind Sie das. Einmal dürfen Sie raten. Bisschen zaghaft mit dem Kontrastmittel gewesen. Sind wir die andere Aufnahme. Sekretariat, Chefarzt. Wie? Meningiom. Ist operabel. Aber schleunigst. Aber ist geschlossen. Der Chef operiert doch gleich. Um Himmels Willen. Wie alt ist der Patient? 11. Mhm. Wer hat die Sache entdeckt? Ich. Oh, bravo. Ist ihm nicht gut? So ein Trottel. Wer? Der Pförtner. Er lässt ihn rein. Wen? Den. Herein. Guten Tag. Herr, Schmermptin. Ja. Sie erwähnen da vorhin einen jungen Mann, der Sie gestern Abend befragte. Herr... Schmermptin. Ja. Herr Oberstleutnant. Oberleutnant ohne ST. Bitte, wie Sie wünschen, Herr Fuchs. Herr Chemiset, ich... Schmermptee, bitte. Oh, Verzeihung. Ich brauche dringend ein Ferngespräch. Kann ich hier telefonieren? Hier hat es leider keinen Selbstwillverkehr, Herr Ober. Wir sind auf die Gnade und Ungnade der Damen vom Fernamt angewiesen. Geben Sie mir die gewünschte Nummer. Ich will sehen, was ich für Sie tun kann, Herr Oberkommissar. So. Leutnant. Ja. Genosse Aber Oberleutnant. Ich brauche es dringend. Also doch, Ober. Die entscheidende Spur, Genosse Oberleutnant. Wir haben sie höchstwahrscheinlich. Ist ja toll. Aha.
Hauptmann sein ist schwer, Hauptmann aber noch viel mehr. Wieso könnt ihr alle zaubern? Und seit wann? Wenn du mitten im Jahr Hauptmann wirst, können wir auch zaubern. Außerdem können wir fast alles. Und eins. Schön. Ja, zwei. Schläfst du eigentlich immer nackig? Ja, meistens. Warum? Ich weiß ja nicht. So völlig ohne. Nee. Ah, das ist nicht anständig. Und sicher auch ein bisschen ungesund. Für mich ist es aber sehr gesund. Und Klaus, wenn du dem dauernd so vor der Nase rumspaziert, dann macht er doch jedes Jahr ein Kind. Du hast doch auch noch einen Beruf. Außerdem ist das nicht anständig mir gegenüber. Ich schenke dir immer zum Geburtstag und zu Weihnachten diese teuren Nachthemden und du packst den Schrank und trägst sie einfach nie. Wollte nichts essen. Ich muss mich auch noch umziehen. Und wir haben Zeit. So was anfängt. Komm doch endlich. Was machen Sie denn da? Meine Uhr. Meine Uhr ist weg. Hoffentlich ist jemand da. Denn das für Leute, Hannes? Das ist Polizei, Lisa. Polizei? Ja. Ist das hier wegen Schnickenfittichs Eugen, der sich hier... Nein, keine Panik. Wir bitten Sie nur um Unterstützung in einer Ermittlungssache. Sehen Sie es. Soll es denn sein? Dürfen wir uns mal umsehen? Nee. Es gibt ja Gesetze. Und ohne Hausführungsbefehl kommen Sie hier nicht rein. Hier ist er. Kann ja nicht wahr sein. Helfen Sie mir, der schlägt mich tot. Mann, Sie sind ja betrunken. Sind Sie die Treppe heruntergestürzt? Er hat mich gestoßen. Wer? Mein Freund. Kommen Sie erst mal mit. Ich meine aus der Wohnung von Frau Westphal. Nee, außerdem nehmen wir jeden Tag Europax, der Herrmann ist. Nicht wahr, Otto? Also, meine Frau nimmt Europax, Herr Kommissar. Vielen Dank, Jo. Ja, vielen Dank. Nun gehen Sie mal wieder schlafen. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
Mann, du mit deinem Reinlichkeitskultus. Tja, schon meine Großmutter sagte immer, vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. Diese Großmutter, ja. Wann kommt ihr noch mit? Da wird doch nicht fertig. Es gibt Brühreis. Oh. Ich gehe schon mal vor. Dann kommen wir mal raus. Ja, Leutnant Grabe. Ich wollte ja auch gar nicht schweißen. Ich konnte es ja auch gar nicht.